Bezirksvereinigungsresidenz von Malatya. Die Malatya haben immer etwas Besonderes gemacht, worüber es erzählt wird. Ja? Zum Beispiel hier ist das ein Schwimmbad und da in der Mitte ist es noch ein Platz zum Sitzen. Bei uns gibt es ein Fest, heißt Holi-Fest. Holi-Fest ist es ein Entefest. Für uns im Winter, Winterente ist die wichtigste, wo wir Weizen, Kartoffeln, Raps, Zuckerrohr anbauen. In Nordindien ist es der wichtigste, die Weizen. Und in Südindien ist der Reis, in Westindien auch Reis und in Ostindien auch Reis. So, dieses Entefest wird in ganz Indien gefeiert, mit unterschiedlichen Namen. Zum Beispiel in Nordindien heißt es Holi-Fest, in Südindien heißt es Onam und in Ostindien heißt es Bihu. Aber der Sinn ist gleich. Ja? Man ist froh, man hat gesehen, unser Ente ist gut geworden. So, das wird beim Vollmond gefeiert. Dieses Mal haben wir am 13. März gefeiert. Wir haben unser eigenes Kalender und das ist der Mondkalender. Und Mondkalender ist noch genau, genauer als andere Kalender. So, unsere Feste richten sich nach dem Mond, deswegen fallen die immer auf eine andere Datum. Wie bei Ihnen, der Osten. Ja? Genauso ist es bei uns jeder Fest. Dieses Jahr ist es am 13. März gewesen, dieses Fest. Am Vormittag wird es gefeiert, aber man fängt bis von Mitternacht. Da macht man ein Feuer mit Holz. Der ganze Dorf, der ganze Gemeinde kommt zum Feuer und dann geht um das Feuer einmal zusammen und davon beginnt zu singen und trinken und alles. Am Vormittag wird mit Farben gespielt. Also Farben mit Farben so in der Luft und so ein Gesicht geben und so. Es gibt die feste Farben, es gibt die normalen Farben. So, dieser Fest wird gefeiert. Und der Maharaja wollte auch dieses Fest feiern. Und deswegen hat er diesen Platz extra bauen lassen, damit er in der Mitte sitzen konnte und die Leute konnten ihn kommen mit Farben und so weiter.